Ey Leute, was geht? Euer Reik ist wieder am Start. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich einen Gast bei mir. Ja, hi, ich bin Jill. Und wir haben was ganz Verrücktes geplant. Und zwar wollen wir ein Halloween-Video drehen. Jill hat sich angeboten und hat gesagt, ich helfe dir gerne dabei und setze das Ganze dann mit dir zusammen um. Da bin ich echt mega aufgeregt und ich muss sagen, ich freue mich aber auch riesig darauf. Ja, ich mich auch. Ist ja jetzt auch tatsächlich mein erstes YouTube-Video mit Reik. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, wir kriegen das schon ganz gut zusammen hin. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein richtig cooles Video freuen. Wir haben nämlich eine krasse Veränderung vor. Bleibt auf jeden Fall dran, denn es wird spannend. Ja, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange weiter und starten direkt mit dem Video. Genau. Viel Spaß. Los geht's! So Leute, jetzt sind wir soweit. Wir starten jetzt mit dem Video. Ich freue mich immer noch, ne? Und jetzt wird's ernst. Jetzt legen wir los. Let's go! Ja, let's go! Soll ich auch ein bisschen erklären, was wir jetzt hier machen? Ja, kannst du ruhig so ein bisschen machen. Also, wir verwandeln ja heute Reik. Und wir fangen jetzt einfach erstmal damit an, dass wir ein bisschen Make-up auftragen, ne? Ja, würde ich sagen, legt mal los, ne? Ja Leute, und ich habe jetzt eine Decke hier drüber, weil ich habe schon mein Outfit an und ihr sollt es aber noch nicht sehen, wie es aussieht, erst am Ende. Deswegen guckt euch das Video bis zum Ende an. Seid gespannt. Und mit Decke ist es auf jeden Fall schön warm. Ja, wir haben ja den Kamin nicht an, ne? Ja. Bei dem Wetter ist ja draußen nur am Regnen. Ja, und da ist sowas doch. Optimal. Meine Freunde und Assistenten denken gerne, ich wäre verrückt, aber das bin ich ja auch. Von daher, aber ihr kennt mich ja, ich bin verrückt und. Ach, ich bin doch auch verrückt, also das passt doch gut. Ja, dann passt das doch wunderbar. Ich bin ja auch wirklich gar kein Schminkprofi, aber so ein Halloween-Look kriege ich glaube ich noch hin. Ja, wir haben aber auch schon ein bisschen geübt, also. Das stimmt. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es funktioniert und wie man es am besten machen kann. Ich bin ja auch kein Experte. Gut, ich habe das jetzt schon gut in 2 Videos gemacht, ne, oder 3 sogar. Oh. Was denn? Naja, ich habe es doch ein paar Mal schon gemacht. Aber ich bin da trotzdem nicht so erfahren. Also. Aber ich finde, so Halloween darf das auf jeden Fall nicht fehlen. Das muss schon sein. Du kannst ja mal erzählen, weil ich bin ja noch gar nicht so lange Reiksassistentin. Vielleicht jetzt seit nicht mal 2 Monate. Aber wir haben schon richtig viel erlebt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren schon viel unterwegs, haben kleine Ausflüge gemacht und ja, für Halloween haben wir ja auch schon mal ein, 2 Mal geübt, ne? Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch cool, dass Jill da mitmacht, weil ich brauche ja auch gute Unterstützung, ne? Dann wird das ja auch gerne. Das finde ich sehr schön, dass du das gerne machst. Ich habe Jill eigentlich recht früh gefragt, so am selben Tag oder so. Ja, ich hätte was Halloween-mäßig gefragt. Jetzt sind da Lust, mit mir was zu machen. Dann sagte Jill, ja, warum denn nicht? Lass uns das doch gerne mal machen. Ja, ich bin ja eigentlich auch für jeden Spaß zu haben. Ja, das finde ich auch super. Das ist doch viel besser. Spaß im Leben zu haben, ne? Ja, es fühlt sich ja auch so an, als würden wir uns schon viel länger kennen als nur 2 Monate, ne? Es sind ja nicht mal 2 Monate. Wann habe ich angefangen? Irgendwann Mitte September, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir Mitte, ja, fast Ende Oktober. Ja, wir sind ja keine Profis, deswegen wird das jetzt hier kein richtiges Tutorial, aber könnt euch gerne von unserem Look inspirieren lassen, ne? Ja, gerne. Also. Du könntest es auch gerne nachmachen, wenn ihr das wollt. Ja, das wäre ja auch cool. Ja, wir haben ja auch sehr
lange uns Gedanken gemacht und überlegt, was wir überhaupt machen wollen. Und dann war es uns irgendwann klar und dann, na gut, dann bestelle ich jetzt die Sachen und dann machen wir das. Ne? So, jetzt haben wir die Make-up-Base schon mal fertig. Ja, dann gucke ich mal. Das ist ja jetzt nicht so krasse Augenringe, aber wir machen aber trotzdem ein bisschen was drauf, ne? Ja, mach das ruhig. Das ein bisschen. Das ein bisschen hat ja jeder. Ne? Ja, das ist ganz normal. Ich bin ja gerne kreativ. Und das, was wir jetzt machen, ist ja auch kein normales Make-up. Nee, das ist nochmal was anderes. Ne? Sieht vielleicht jetzt noch normal aus, aber das wird vielleicht noch ein bisschen aufregender. Was war denn bisher so deine Lieblingssache, die wir gemeinsam gemacht haben? Weil wir haben ja schon einiges so erlebt dafür, dass ich noch nicht so lange da bin. Boah, also das ist eine schwierige Frage. Also was ich jetzt gemacht habe, da kann ich mich gar nicht genau festlegen, weil wir haben viele Sachen gemacht, die schön sind und die mir Spaß gemacht haben. Ja. Also da könnte ich jetzt nicht so sagen, was so das Beste ist, aber ich finde so das Highlight ist natürlich, dass du hier versuchst, mich zu schminken. Diese Halloween. Das finde ich schon eine coole Sache. Also, das ist ja auch was Außergewöhnliches, was man nicht so alltäglich macht. Ne? Ja, das stimmt. Ja. So im Alltag kommt das ja schon eher selten vor. Ja. Also, das ist definitiv die verrückteste Sache, die wir bis jetzt gemacht haben. Und, ja. Die Longboard-Tour war ja auch ganz cool. Also hat auch Spaß gemacht. Stimmt, das fand ich richtig cool. Vielleicht haben das ja manche von deinen Followern auf Instagram gesehen, dass wir, ja, Raik hat ja einen elektrischen Rolli und wir sind dann manchmal ein bisschen draußen unterwegs gewesen und er hat mich dann auf dem Longboard hinterhergezogen. Das war ganz cool, weil da musste ich nicht laufen, ne? Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Aber Raik hat ja an sich schon eine richtig gute Augenbrauenform, also. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, von wem ich das habe, aber. Und schöne Wimpern. Wie habt ihr das? Ja, Leute, ich habe ja übrigens bei Instagram ja eine Story gemacht für eine Umfrage. Für Halloween oder auch so allgemein. Und da sind 2 Fragen reingekommen. Ja, sonst muss ich mal spontan überlegen. Aber wenn euch noch irgendwas einfallen sollte, schreibt das gerne natürlich unten in die Kommentare. Dann kann ich da nach dem Video auch gerne noch mal drauf eingehen, wenn ihr das wollt. Eine Frage war ja, wie ich immer auf so verrückte Ideen komme. Ja, das liegt einfach daran, dass ich auch schon so an sich etwas verrückt bin. Und ja, und ich möchte halt, wenn ich was mache, möchte ich das auch richtig machen. Und da mache ich keine halben Sachen, sondern gehe da ganz aufs Ganze, sage ich mal. Ne? Und dann überlege ich immer, was könnte man so machen, was verrückt wäre. Was nicht jeder macht. Und dann habe ich, weiß ich nicht, das irgendwie für mich entdeckt, so sowas zu machen. Aber ich bin halt trotzdem noch ich. Ne? Also das mache ich ja nur so zwischendurch aus Spaß, wenn ich mal Bock habe, sowas zu machen. Und dann mache ich das. Ne? Quasi als Verkleidung, ne? Ja.
aber trotzdem bin ich immer noch derselbe und das wird sich auch nicht ändern, auf jeden Fall. Weil ich wollte ja hier in meinen Videos auch authentisch sein und das bin ich ja auch und ich bin ja so, wie ich halt bin. Nur, dass ich halt mal anders aussehe, vielleicht. Das ändert ja trotzdem nichts daran. Nur, dass ihr das wisst, ne? Aber ich denke, das wisst ihr ja auch, dass ich auch Spaß mache und ja, das gefällt mir auch richtig gut. Weil vor allen Dingen, das macht halt nicht jeder. Rollstuhlfahrer, das traut sich ja auch nicht jeder, was ja vollkommen verständlich ist, ne? Aber ich traue mich das. Aber am Anfang war es mir, ist es mir auch sehr schwer gefallen, das überhaupt zu machen, ne? Ja, ist auch erstmal eine Überwindung, ne? Ja, klar, ne? Aber wenn man so eine gute Community hat wie ihr, ne? Wie euch, dann ist das natürlich noch viel besser. Und wenn ich dann von meinen Assistenten auch noch tagtäglich unterstützt werde und sagt mir, ja, mach das doch und so, dann da stärkt mich das natürlich noch umso mehr. Ne? Ups. Upsi. Ja, die ist ja zum Glück schon abgetrennt. Ne? Zum Glück. Ach ja, und die andere Frage war, ob ich früher auch Halloween gefeiert habe und auch was gemacht habe. Also um ehrlich zu sein, ich habe Halloween eigentlich nie wirklich was gemacht. Nur einmal, wo ich bei meiner Cousine an der Nordsee war. Da waren wir mal unterwegs und das war auch sehr, sehr lustig. Da hatte sie ein Fahrrad gehabt und hinten drauf war so eine Box mit Anhänger, sag ich mal. Ne? Und da saß ich da drin und sie hat mich hinterhergezogen. Sind wir um die Häuser gezogen und so. Ne? Wie alt warst du da? War ich noch sehr jung, da konnte ich noch laufen. Ich glaube, ich war da glaube ich 4 oder so. Ja, krass, dass du dich daran erinnern kannst, ne? Ja, irgendwie ist das so in meiner Erinnerung geblieben. Ne? Aber ich sag mal so, Halloween-mäßig war ich eigentlich nie so unterwegs. Und ich hatte auch keine Lust, das eigentlich so zu machen. Muss ich zugeben. Und ja, irgendwann habe ich mal Karneval, was in der Schule gemacht, habt ihr vielleicht bei Instagram gesehen und das hat ja auch sehr viel Überwindung gekostet, sage ich mal. Ne? Ja, und dann, wo ich das gemacht habe, habe ich gedacht, boah, eigentlich ist das gar nicht mal so verkehrt. Ja, und dann war da eine Halloween-Party und dann dachte ich so, ja, dann nehme ich das ernst und nehme ich damals Freundin gefragt von meinem Physiotherapeuten, weil sie das so hobbymäßig macht und dann hat sie das damals gemacht. Aber dann war ich ja mit YouTube noch nicht so aktiv unterwegs. Das gab es dann halt nur bei Instagram zu sehen. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr wollt. Ich verlinke euch meinen Namen noch, wenn ihr was wissen wollt, falls ihr mich noch nicht abonniert habt oder mir folgt bei Insta. Ja. Ja, und dann habe ich ja angefangen, auch Halloween-Videos noch mehr so zu machen. Dann, wo ich dann mit YouTube gestartet habe, habe ich gedacht, komm, Halloween-mäßig muss das aber auch mal sein. Ne? Und das ist nur halt immer nicht so einfach, weil man braucht auch jemanden, der sagt so, ja, ich habe da voll Bock drauf, ich helfe dir dabei. Ich bin nicht. Und ja, und dann ist Jill auf einmal aufgetaucht. Ja. Das ist cool. So, Eyebrows on fleek, oder wie sagt man? Ja. Ich würde sagen, die sehen schon mal sehr gut aus. Mhm. Passen auch farblich schon mal gut zu den Haaren, die Raik später bekommt. Ja. Ja, dann können wir eigentlich jetzt mal mit deinem crazy Augen-Make-up weitermachen. Ja, dann machen wir das. Okay. Ich bin gespannt, das kriegst du schon hin. Raik, ich habe richtig Angst, ne? Ich habe hier echt keine Ahnung, so was ich mache. Echt nicht? Also doch, aber ich mache es halt so eher nach Gefühl, weißt du?
Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Make-up. Nicht, dass dann da irgendwelche Make-up-Artists einmal in den Kommentaren auftauchen und sagen, was wir hier alles falsch gemacht haben. Aber ihr könnt uns ja gerne Tipps geben oder so. Ich könnte auch gerne sonst was austesten oder so, wenn ihr das wollt. Ach so, ja, was ich jetzt hier gerade überhaupt mache, eigentlich mache ich hier gerade nur so ein bisschen die Schatten aufs Lid und das war's auch schon. Ich bin jetzt hier auch nicht irgendwie mehrere Farben am Verblenden. Ich habe so ein dunkles Lila genommen, weil, das werdet ihr gleich noch sehen, das wird noch ein bisschen dunkler um Raiks Auge herum. Und wir dachten, wenn wir den Lidschatten auch schwarz machen, wird das ein bisschen too much. Ja. Ja, und ich mache das halt so. Raik hat halt super Augen zum Schminken. Lass es halt ein bisschen so spitzer auslaufen. So, mach mal auf einmal. Und wenn man noch ein ganz bisschen Glitzer drauf. Ui, ja. Wir haben nämlich vor, Raik quasi so tränende Augen zu machen. Und deswegen mache ich jetzt erstmal hier unten ein bisschen schwarz unterm Auge. Und dann werden wir mit einem Eyeliner die Tropfen, genau, Tränentropfen, wie auch immer, zeichnen. Wir können euch gar nicht genau sagen, was es ist, aber ihr könnt euch ja überlegen, was ihr meint, was es sein könnte, was wir hier machen. In welche Richtung es geht. So, dann nehmen wir jetzt einen Eyeliner und fangen mal an, hier die Tropfen zu zeichnen, ne? Ja. Ich würde sagen, Augen-Make-up können wir eigentlich so lassen. Ja, ist gut so, sagst du. Ja. So. Mhm. Dann sind wir ja sogar fast fertig. Wir müssen jetzt noch Lippen. Ach ja, stimmt. Sonst. Dann nehmen wir wieder den gleichen Lidschatten wie für die Augen. Dunklen und machen die ein bisschen auf die Lippen. Kannst du mal locker lassen, bitte? Ja. Spann dich doch mal, Raik. Mensch. Wenn sie Ruhe selbst. So ist das gemacht. Jetzt habe ich gerade ein bisschen mit Kajal quasi als Lippenkonturstift benutzt. Ah. Ah. Okay. Ich kenne mich da ja nicht aus, deswegen. Aber deswegen frage ich dich. So. Ich würde sagen, jetzt klatschen wir noch ein bisschen Blut dahin. Mhm. Die sieht richtig echt aus. Also das ist ganz gut. Also wir zeigen euch auf jeden Fall gleich das Endresultat. Mit Accessoires und allem. Ja. Aber so finde ich, das hat doch alles super geklappt bis jetzt. Also, bin begeistert. Dafür, dass wir keine Profis sind, ne? Mhm. Doch, ist wirklich gut. Ja, eigentlich sind wir jetzt mit dem Make-up auch schon fast fertig. Ui. Das ging ja flott. Ja, wir haben ja noch diverse Tattoos. Ich klatsche das jetzt einfach mal hier so mit einer Stirn drauf, ne? Ja, das kannst du ruhig machen. Ja, und ich finde, du hast es echt richtig cool hingekriegt. Ich bin selber gespannt, wie es gleich aussieht. Ne?
Ja. Und ich muss sagen, du hast dir aber echt viel Mühe gegeben und auch viel Zeit genommen dabei. Finde ich schön. Also habe ich auch gerne gemacht. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Raik komplett verwandelt aussieht. Noch mehr als jetzt. Ja, dann seid auf jeden Fall gespannt. Also ich freue mich schon riesig. Dann zeigen, okay, let's go. Dann zeigen wir euch jetzt mal das Endergebnis. Genau. Soll ich noch so eine coole Überleitung machen? Ja. So Leute, das Video ist jetzt vorbei und seht euch mal an, wie ich jetzt aussehe. Also ich muss sagen, Jill hat echt gute Arbeit geleistet und es war wieder richtig cool, finde ich. Und ja, das können wir auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder machen. Ja. Also ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber ich finde, das ist ein richtig cooles Outfit und das ist auch Halloween-tauglich. Also ich denke, wenn jetzt eine Halloween-Party wäre, würde ich da auch genauso hingehen, wie ich jetzt auch bin. So wie ich jetzt aussehe. Ja, und dich würde auf jeden Fall keiner wiedererkennen. Also ich glaube, so könntest du eine Bank ausrauben und die würden dann nach wem ganz anders suchen. Aber ich finde auch, es ist richtig cool geworden. Hat auch mega Spaß gemacht. Vielleicht haben ja deine Zuschauer noch ein paar Ideen, was ihr als nächstes sehen wollt. Von uns beiden. Ich werde jetzt vielleicht mal öfter in den Videos vorkommen. Mhm. Und ja, ich finde, es ist auf jeden Fall richtig cool geworden. Also gerade mit den Haaren und dem Outfit, das macht echt richtig viel aus. Also finde ich auch. Ich muss sagen, das ist jetzt auch mit Abschnitt, finde ich, das Beste, was wir jetzt so gezaubert haben, finde ich. Ne? Das freut mich. Also hast echt gute Arbeit geleistet. Danke. Kannst du gerne wieder machen, du bist eingestellt. Danke, du auch. Danke. Du hast auf jeden Fall gut stillgehalten. Das ist ja auch immer nicht so einfach. Ja, das stimmt, das ist nicht einfach. Aber, ja. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ne? Definitiv. Also, wie gesagt, ne? Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Ideen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video gut gefallen hat. Mhm. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in einem von meinen nächsten Videos wieder. Und wenn ihr nichts von mir verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und ja, aktiviert die Glocke, um keins von meinen Videos mehr zu verpassen. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, ne? Auf jeden Fall. Und, das sagt man auch hier so auf YouTube. Ja, und folgt Jill auch gerne, wenn ihr wollt. Ja. Werd sie unten in der Infobox verlinken. Gerne. Bin zwar nicht so aktiv, aber ja, manchmal kommt hier vielleicht auch was. Ja, oder wer weiß, ne? Vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr mit dir, ne? Wir wünschen euch ein happy Halloween.